Jo, servus Leute und willkommen zum Smite Lexikon Guide. Hier gehen wir ein paar Begriffe durch, die ihr zum Beispiel in unseren Streams oder in unseren Videos vielleicht hört und dann fragt ihr euch, ey, was meinen die damit eigentlich? Diese Begriffe gehen wir hier mal durch, ich hoffe wir haben alle. Wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, dann findet ihr das in unserem Discord-Server, also einfach mal dem Discord-Server joinen. Link in der Beschreibung. Und los geht's. Ability. Das sind Fähigkeiten, die ihr mit euren Göttern einsetzen könnt. AoE bedeutet Area of Effect. Das sind Fähigkeiten mit Bereichswirkung. Bedeutet, mehrere Gegner werden gleichzeitig getroffen. Das können sowohl Basisangriffe sein, aber auch Fähigkeiten von Göttern. Aura. Das ist die Wirkung in einem Radius um die Quelle. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Aura-Item kauft, dann wirkt das um alle um euch herum in der Nähe. ADC, das ist die Jägerklasse. Auto-Attacks, das sind die Basisangriffe der Götter. Teamfight, das bedeutet Teamkampf. Ein Teamfight findet dann statt, wenn die Gegner sich gruppieren und ihr euch gruppiert und dann gegeneinander kämpft. Backline, das sind meistens Mages, also Magier oder Jäger, die in einem Teamfight hinten sind und Schaden ausüben. Frontline. Die Frontline besteht aus Göttern, die sehr viel Verteidigung haben. Wie der Name schon sagt, sind sie in den Teamkämpfen vorne, nerven die Gegner, sorgen dafür, dass sie nicht zu euch können, damit ihr den Schaden ausüben könnt. Baiten. Baiten bedeutet ködern. Wenn euer Jungler zum Beispiel zu euch sagt, dass ihr den Gegner baiten sollt, dann sollt ihr versuchen, ihn zu ködern, das heißt, so zu tun, als würdet ihr zum Beispiel zurück in die Base gehen. Also ihn aus seinem Tower rauslocken, damit der Jungler ihn angreifen kann. Buff. Das ist der Stärkungszauber, der die Attribute eines oder mehrerer Götter vorübergehend verbessert. Wie zum Beispiel der Blue Buff, der dem Solo-Laner, wenn er ihn aufhebt, mehr Mana pro Zeit gibt. Blue. Damit meint man den Mana-Buff auf der Solo-Lane. Bruiser. Wenn jemand Bruiser baut, das heißt Items baut, die auf Schaden und auf Verteidigung gehen, dann baut er Bruiser. Er hat sowohl eine gute Menge an Schaden und Verteidigung. OP bedeutet Overpowered, das heißt etwas ist viel zu stark. Broken, das ist die Steigerung zu OP, das heißt wenn etwas noch stärker als Overpowered ist. Wird meistens als Ausrede benutzt oder als Witz. Build. Das ist das gesamte Itempool, das ihr kauft. Zum Beispiel ein Attack Speed Build besteht aus Items, die nur auf Angriffsgeschwindigkeit gehen. CC. Das bedeutet Crowd Control, Massenkontrolle. Das sind Fähigkeiten, die einen oder mehrere Götter vorübergehend handlungsunfähiger machen. Hard CC. Das sind Fähigkeiten, die einen Gott vollständig handlungsunfähig machen. Das heißt, ihr könnt euch überhaupt nicht mehr bewegen. CD. CD bedeutet Cooldown, also Ablenkzeit. Jede Fähigkeit, die ihr einsetzt, hat eine Ablenkzeit. Das heißt, ihr benutzt eine Fähigkeit und ihr könnt sie erst zum Beispiel nach 10 Sekunden wieder benutzen. CDR. Cooldown Reduction. Das bedeutet Ablenkzeitenreduktion. Das sind zum Beispiel Items, die eure Ablenkzeit verringern. Das heißt, wenn ihr Items mit CDR kauft, dann könnt ihr eure Fähigkeiten nicht nach 10 Sekunden erst wieder benutzen, sondern zum Beispiel schon nach 8. Counter bauen. Wenn jemand von eurem Team zu euch sagt, dass ihr Counter bauen sollt, dann heißt das, dass ihr Items gegen die Gegner kaufen sollt. Zum Beispiel, dass sie weniger Heilung haben oder weniger Bewegungsgeschwindigkeit oder Angriffsgeschwindigkeit. Contesten. Wenn eure Teammitglieder zu euch sagen, dass ihr das contesten sollt, zum Beispiel wenn die Gegner Gold Fury machen, dann heißt das, ihr sollt euch mit den Gegnern um die Gold Fury schlagen und es nicht einfach zulassen, dass die Gegner diese Gold Fury holen. Defenden. Bedeutet ganz einfach verteidigen. Dot. Dot bedeutet Damage over Time. Das ist Schaden, der über eine Zeitspanne angerichtet wird. Execute. Execute-Fähigkeiten töten einen Gegner sofort.
Das können Götter zum Beispiel wie Thanatos oder Achilles. Farmen. Farmen bedeutet Gold und XP sammeln, indem man zum Beispiel Minions killt. Feeden. Wenn ihr sehr oft sterbt und den Gegner mit Gold und XP füttert, dann feedet ihr ihn. Gank. Ein Gank ist ein unerwarteter Überfall des Junglers oder anderer Götter auf einen Pfad. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf der Solo-Lane seid und der gegnerische Jungler kommt auf einmal auf eure Lane und greift euch an, heißt das, ihr werdet gegankt. HP, das ist euer Lebensbalken. HP 5, das ist Leben, das ihr über 5 Sekunden regeneriert. MP, das sind die Mana-Punkte, die man braucht, um Fähigkeiten zu benutzen. Das ist der blaue Balken. MP 5, das ist Mana, das man über 5 Sekunden regeneriert. Items, das sind Gegenstände, die man kaufen kann, wie zum Beispiel Schuhe. Jungle, das ist der Dschungel zwischen den Pfaden. Knock-up. Knock-up ist eine Fähigkeit, die einen Gegner in die Luft wirft. KD, das ist die Anzahl von euren Kills und Toten. Lane, das sind Pfade auf der Karte, die von Türmen beschützt werden. Low, wird vom Englischen direkt übersetzt und heißt niedrig. Damit meint man zum Beispiel, wenn ein Gegner low ist, dass er wenig Leben hat. Lead, wenn ihr viel mehr Erfahrung und Gold als die Gegner habt, dann habt ihr einen Lead gegenüber ihm. Lane Freezen. Wenn ihr zulasst, dass die Minions sich gegenseitig auf der Lane töten, dann freest ihr die Lane. Last Hit. Das ist ein tödlicher Treffer an einem Minion. Mit den tödlichen Treffern an Minions bekommt ihr mehr Gold. Lazy Back. Wenn ihr einen Lazy Back macht, dann versucht ihr euch in einer schlechten Lage zurück in die Basis zu teleportieren und geht somit das Risiko ein, noch getötet zu werden. Minions. Creeps, das sind die Soldaten, die auf die Pfade kommen und gegenseitig kämpfen. Meta. Eine Meta sind zum Beispiel Trend von Taktiken oder Empfehlungen, welche Götter gerade am besten sind oder wie sie am besten gespielt werden sollten. Eine Meta wird meistens von den Profispielern gesetzt. Oracles. Das sind die zwei Harpies gegenüber der Goldfurie. Peelen. Peelen bedeutet, den Gegner dazu bringen, dein Team nicht mehr angreifen zu können, zum Beispiel als Sobek den Gegner nach hinten zu werfen, wenn er auf deinen Jäger gehen will. Pressure bedeutet ganz einfach Druck ausüben. Pyro, das ist der Pyromant gegenüber dem Fire Giant. Der gibt eurem gesamten Team Bewegungsgeschwindigkeit, wenn ihr aus der Base rausläuft. Purple, das ist der lila Buff auf der Duolane. Red, das ist der rote Buff für den Midlaner. Split Push. Wenn ihr getrennt von eurem Team versucht, die Türme auf den Pfaden zu zerstören, dann Split Pusht ihr. Stacken bedeutet ganz einfach stapeln. Manche Items können mit einer Bedingung gestapelt werden. Zum Beispiel, wenn ihr einen Gott tötet, bekommt ihr einen Stapel drauf und nach bestimmten Anzahl an Stapeln verwandelt sich diese Seiten. Securen bedeutet ganz einfach etwas sichern. Zum Beispiel dafür sorgen, dass euer Team die Goldfurie kriegt, indem ihr eure Fähigkeit dafür aufhebt, die Goldfurie noch zu töten. Speed, das ist der gelbe Buff für den Jungler. Squishy. Wenn ein Gott squishy ist, bedeutet es, dass er wenig Verteidigung hat und somit schnell zu killen ist. Tower. Das sind die Türme auf den Pfaden. Tanken. Wenn ihr etwas tankt, dann zieht ihr die Aggro vom Schaden auf euch, damit eure Teammates keinen Schaden aufnehmen. Tanky. Wenn irgendjemand tanky ist, bedeutet das, er hat viel Verteidigung. Ward. Das ist ein platzierbarer Gegenstand, der eine kleine Umgebung auf der Karte aufdeckt. Warden. Wenn jemand sagt, dass ihr warden sollt, dann sollt ihr Schutzsteine oder Wächtersteine kaufen und benutzen. Wave. Das ist die Welle der Minions, die auf eure Lane kommen. Wave clearen. Wenn jemand sagt, dass er noch schnell die Wave cleart, bedeutet das, dass er kurz noch alle Minions töten will. XP.
Das ist die Erfahrung, die ihr bekommt, wenn ihr Minions oder Götter killt. Das war's zu den Begriffen, Leute. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Falls wir irgendwelche Wörter oder Begriffe vergessen haben, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben und wir erklären sie euch natürlich sehr gerne. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.